Abenteuer erleben. Freiheit spüren. Den Horizont erweitern. Und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderung spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß, von Deutschland bis nach Albanien. Nach einem unvergesslichen Winter auf Sizilien setzen wir unser Abenteuer nun auf zwei Rädern fort. Wohin werden uns unsere Wege führen? Und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Kurz vor dem Aufbruch. Die letzten Dinge werden zusammengepackt. Und heute geht es weiter in Richtung Menfi. Wir sind jetzt in Sedinunte, in der Nähe von der Tempelanlage. Leider kommen wir nicht rein, müssen über den Zaun einen Blick erhalten. Deswegen gucke ich es mir lieber im Internet an, da ist es nämlich auch wenigstens kostenlos. So zeitig haben wir selten einen Schlafplatz gefunden und bezogen. Und ich muss sagen, das ist ziemlich entspannt und schön. Dusche im Sonnenschein ist auch mal eine schöne Abwechslung. Direkt angenehm. Wir sind heute komplett verhüllt, weil die Sonne hat echt mittlerweile eine tiefe Spuren hinterlassen. Eine immense Kraft. Es ist echt gefährlich auch mit Sonnenbrand, deshalb heute komplett versiegelt bis zu den Fußspitzen. Und ja, heute geht's erstmal zum Einkaufen in Richtung Castel Vetrano. Und dann haben wir uns dazu entschieden, jetzt nicht weiter an der Küste zu fahren, sondern mal einen Abstecher ins Hinterland zu machen, um nach Trapani zu kommen. Mein Wort zum Montag. Ich muss sagen, ich habe unseren Schlafplatz ziemlich gefeiert. Es war echt mega ruhig. Man hat zwar aber so Stacheln im Fuß stecken und Schnecken im Arsch. Aber war sehr schön. Mitten im Niemalsland. Aua! Oh, mitten in den Disteln. Läuft. Kurzzeitig haben wir mal gedacht, wir sind doch schon in der Mongolei. Oder im Altai-Gebirge oder wo auch immer. Das sieht so gar nicht nach Sizilien aus. Grüne, beweidete Hänge.
vorhin hat es ziemlich gewittert und gestürmt und deshalb haben wir uns kurzerhand entschlossen, doch hier zu bleiben. Und jetzt sind wir aber doch ein bisschen unschlüssig, weil der Wind so heftig ist und diese Hütte leider in die Richtung offen ist, wo der Wind kommt. Und es ist so staubig, es ist alles eingestaubt mittlerweile. Das ist ein bisschen kacke. Also ruhig wird der Schlaf nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt ist halt 7 Uhr. Von daher werden wir jetzt hier bleiben. Es ist irgendwie voll kalt durch den Wind. Ich würde gern duschen. Hab gedacht, ich kann hier duschen. Hier ist so ein Dreckloch. Zerstört's nicht mehr. Aber ich glaube, Marco hat recht, wenn er sagt, dass dann der Staub einmal kommt und dann ist man nass und dann ist natürlich schwierig. Morgen ist kalt. Ich habe Angst, dass das Zelt kaputt geht. Gekocht wird heute auch nicht mehr. Kein Bock mehr. Wir hauen uns jetzt einfach Reiswaffeln rein. Mir tut alles weh. Ich fühle mich eklig. Und ich habe Bauchweh. Muss aufs Klo. Bin aber zu faul, in den Dreck zu gehen. Meine Sachen müssen eingepackt werden. Meine Haare sind fettig und eingestaubt. Aber vielleicht hebt sich das ja gegenseitig auf. Fett plus Staub macht Haare wieder frisch gewaschen. Ja, traurig. Wir haben gestern noch diesen tollen Schlafplatz gefunden. Wir waren eigentlich ein bisschen verzweifelt, weil wir gestern noch bis nach Trapani gefahren sind. Und dann war erstmal alles sehr dicht besiedelt. Und ja, und dann haben wir uns auf Schlafplatzsuche begeben. Und mein Knie hat wieder angefangen, ziemlich weh zu tun. Und Laura hat dann zum Glück die Einfahrt hier gefunden, zu diesem schönen, stillen Plätzchen. Und hier haben wir dann auch sehr gut genächtigt und befinden uns jetzt zwischen Trapani und San Vito Lo Capo. Da wollen wir heute hin. Wir quälen uns gerade den Berg hoch zum San Vito Lo Capo. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber es ist echt warm heute. Die Bluse habe ich nur zum Sonnenschutz an, sonst säße ich wahrscheinlich nackt auf dem Fahrrad. Wär schlauer. Ich sterbe gerade so ein bisschen. Halt
geschafft. Oh je, ich kämpfe mich hier im Slalom hoch. Alle, alle, alle. Was für ein Arschloch. Deine scheiß Kamera nicht mal weghalten. Willst du kein Statement abgeben? Nee, ich will kein Statement abgeben. Ich will jetzt meine verdammte Ruhe haben. Also San Vito an sich, die Stadt, finden wir jetzt nicht so grandios. Deswegen sind wir jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Ich glaube nicht, wo wir hier gerade Mittagessen. Auf dem Parkplatz vom Supermarkt. Wir sind extra vom Strand wieder hierher gefahren, weil der so hässlich ist. Ja, also wir finden ihn halt nicht so schön. Andere Menschen finden ihn bestimmt schön. Wir waren jetzt halt eher auf Schatten aus, weil wir echt zu viel Sonne heute schon abbekommen haben, trotz unserer Schutzkleidung. Also ich bin mehr als enttäuscht. Wir haben hier echt einen riesen Umweg gemacht bis hier runter. Ja. Ich meine, das waren jetzt locker 20 Kilometer. Ja, 15. Also wir sind zuerst mal den Berg hoch, richtig krass hoch von Trapani aus. Dann sind wir den Berg ziemlich weit runter, dann ging es wieder hoch und dann ging es hier runter ins Kaff. Und dementsprechend sind unsere Erwartungen immer weiter gestiegen und mit jedem weiteren Kilometer haben wir uns immer mehr geärgert, dass wir da runtergefahren sind. Ja, das ist halt das Ding. Wir sind hier in der Sackgasse. Das heißt, den schönen Weg, den wir vorhin runtergefahren sind, der ja wirklich sehr schön war, mit den Bergen rundherum, den müssen wir aber halt auch wieder hoch. Und der war verdammt steil. Ich sehe mich da schon die ganze Zeit schieben, Alter. Naja. Auf jeden Fall, der Umweg jetzt hier in die Stadt hat sich nicht so richtig gelohnt. Aber ich meine, wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man es halt auch nicht rausfinden. Ja, jetzt essen wir also auf dem Supermarktvorplatz. Und in den gehen wir dann auch direkt 16 Uhr, wenn er wieder aufmacht. Und dann fahren wir wieder an den ersten Teil quasi von dem Strand hier unten, weil uns der besser gefallen hat. Der war ein bisschen felsiger und ein bisschen wilder. Und da gucken wir dann, ob wir irgendwie einen Schlafplatz finden. Dazu müssen wir auch wieder in den Berg hoch. Wir haben uns jetzt heute mal hier einquartiert, auf einem richtig niedlichen Campingplatz. Guck mal, was für eine coole Übernachtungsstelle wir gefunden haben. Hier gibt es sogar eine Küche. Nein, wir haben einen tollen Campingplatz gefunden. Am Meer. Also da unten ist das Meer. Und wir sind die einzigen mit Zelt. Das heißt, wir hatten die volle Auswahl und haben uns hier ein lauschiges Weihnachtsplätzchen ausgesucht und jetzt gehen wir gleich noch den Sonnenuntergang angucken. Es gibt hier sogar Kletterfelsen. Ja, hinter uns gibt es Kletterfelsen. Wir sind schon sehr traurig, dass wir kein Kletterzeug dabei haben. So, wie schon erwähnt, ist bei uns heute riesiger Waschtag.
und ich werde mich jetzt hier ans Zelt machen. Das ist hier alles ausgeknipst. Wie gemütlich das einfach aussieht. Wir sind gerade auf Erkundungstour, schauen uns die Umgebung von unserem Campingplatz an und es ist wirklich traumhaft schön. Es gibt viel zu entdecken, darum haben wir uns auch entschieden, jetzt doch ein paar Tage länger hier zu bleiben. Heute schauen wir uns den Nationalpark Monte Cofano mal näher an. Der Weg steckt voller Überraschung. Jetzt kommen wir sogar noch in eine kleine Kraxeleinlage rein. Mega cool hier. Wanderung ganz nach meinem Geschmack. So, hier geht's weiter. Das Problem, wenn man unbedingt einen Schnaps auf dem Berg trinken will, dann muss man die Pulle schleppen.
Ja, yeah, das Wetter schlägt jetzt ein bisschen um, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, uns die Grotte noch anzugucken. Also es gibt mehrere, die am nächsten gelegen ist. Und fast hätten wir den Eingang nicht gefunden. Aber mega cool. Hier geht's runter! Wir sind gerade am Eingang von dem Reserva Naturale Zingaro. Ist auch ein Nationalpark hier und soll auch sehr schön sein. Wir haben uns jetzt mal nur angenähert. Normalerweise kostet das auch Eintritt. Wir haben uns jetzt einfach über die Bergseite genähert und hier runter zu sieht man dann den Park. Wir wollen aber eher hier drüben hoch auf den Monte Passo del Lupo und einfach die Aussicht genießen. So, es gibt doch keinen offiziellen Weg auf den Berg, auf den wir gern wollen. Deswegen bahnen wir uns jetzt unseren eigenen. So einfach hier. Oh, es macht irre Laune hier hochzugehen und seinen eigenen Weg zu finden. Wir sind wieder auf unserem Weg angekommen. Jetzt geht's nach Hause.